Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Yu-Gi-Oh! Zeit für ein Duell! Ja, im letzten Part haben wir Evil Underworld hier, den Käfer, die Sarita Motte besiegt. Jaha! Satoka haben wir auch schon besiegt und Joey natürlich auch. Die Umkehrkämpfe, wie gesagt, demnächst machen wir nicht alles ab, wir haben kurz Umkehrkämpfe machen. Und jetzt kommt die Habie, kennen wir noch und am Ende. Die Habie. Yuki war nicht der einzige Duellant, der motiviert war, das Turnier für einen geliebten Menschen zu gewinnen. Obwohl er ein Neuling-Duellant war, hatte Joel seinen eigenen Gründe zu gewinnen, seine Schwester Serenity. Ich war der bessere Champion für Serenity's Willen. Sie zählt immer auf mich, selbst als wir noch Kinder waren. Ich werde dieses Turnier und das Preisgeld gewinnen. Ich werde mir sicherstellen, dass du ein Augenlicht nicht verlieren wirst. Durch die Zahlung wird eine Operation, ich verspreche es. Dieser nachdenkliche Moment wurde unsanft gebrochen, als Joel und seine Freunde jemanden lachen hörten und andere Duellanten verspotten, nur einen Katzensprung entfernt. Eine Stimme, so nervig könnte nur Mai gehören. Das Team traf Mai Valentine auf dem Boot zum Duelisten Kingdom. Sie war eine manipulative, egozentrische Duellantin, die die unheimliche Fähigkeit hat, immer zu wissen, welche Karte sie als nächstes ziehen würde. Hey Yugi, laufen deine Duelle gut? Ich denke, ich bin selbst zu einem Duell bereit. Also mach dich bereit, weil ich entscheide mich, dich herauszufordern, Joey. Was? Du forderst mich heraus? Hast du Mut zu akzeptieren? Ich nehme an, lass uns duellieren. Mach dich bereit zu verlieren. Geschichte Deck. Und dieser mit Joey's Deck gegen My Valentine. Schere, Stein, Papier und die Wind. Die Blöde. Okay, ich darf anfangen. Joey hat doch so ein komisches Deck gehabt. Mit Urzeitdrache, Babydrache, Polymerisation und Zeitzauberer. Genau, und so ein Käse. Wenn ich anfangen darf, soll ich keine Karte ziehen. Seit wann ist denn das? Lol, ist echt so. Fahr ich ja nie wieder an. So, was haben wir noch? Ah, und der Flammenmanipulator. Wow. Ich bin beeindruckt. Wow. Joey, ich bin von dem Deck echt sehr beeindruckt. Bis jetzt. Also, wenn nichts Besseres kommt, dann sehe ich schwarz gegen Harpien. Oh Mann, genau. Tschüss. Zeitzauber. Oh Mann, immer diese Fallenkarten. Zug ändern. Lass mich verarschen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt Effekt. Ja. Ich nehme das Auge. Ja. Tja, Zeitzauber. Gewinnt this battle. Oh, ich hätte angreifen können. Verdammt. Nein. 500 Schaden einsetzen können. Na, nochmal so eine Habie. Nein! Mann. Jetzt Pulli. Nein, natürlich nicht. 1,5. Und die hat 1,4. Hab ihr gerade abgeschworen, dann haben wir uns das Beschreibung von deiner Decke auf eine Verteidigungsmode. Ich könnte es probieren, aber wahrscheinlich hat er eh eine Fallenkarte. Aber Win Munkels, wir greifen an. Attacke! Nix. Okay. Infose. Dann machen wir weiter. Zeige, was du kannst. Wiedergeburt. Genau. Genau. Mach am besten noch Multifunktions-Polymerisation und. Jetzt muss ich gleich Rakete einsetzen. Willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Ich probiere es erstmal so. Weil ich so viel Glück hatte. Effekt aktivieren! So. Und. Ja! Bin so gut! Direktangriff! Zeit. Zauberer. Genau. Was? Was? Nein. Kann ich nochmal Effekt aktivieren? Na, leider nicht. Raigeki! Pam, pam, pam! Was macht das denn? Ich habe gar nicht gelesen. Ja, diese Karte, meine Karte, aber schon ist wie kommen wie möglich. Wenn diese offene Karte Spiel verlässt, hört die Monster. Was? So stark! Krass. Das ist hart. Das kann sie immer wieder setzen. Was? Boah, ist das mega. Okay, das Duell ist vorbei.
LOL! Vielleicht muss ich da verlieren wahrscheinlich. Ich muss ja mit Yugi gegen sie kämpfen. Deswegen hat es mich gerade irritiert. Keine Chance. That's the way. Da hast du gar keine Chance. Es ist vorbei. Battlephase. Tschüss. Tja. Keine Chance. Keine Chance. Selbst das hat nicht gereicht. Okay. Tschüss. Tschüss, Joey. Side Deck. No. No Limit. Oh. Sag bloß, ich hätte gewinnen müssen. Ich hätte echt gewinnen müssen. Nein! Dann halt nochmal. Überspringen. Okay. Hä? Niemals mit seinem Dreckstack. Ich gewinne. Ja. Spiel als Zweiter, bitte. Nicht mal als Erstes. Nie mehr. Nie mehr. Und das hat man mit dem Deck schaffen. Glaub an das Herz der Karten. Niemals. Mountain. Ja, genau. Ich sag gar nichts. Nö, 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 nö. Infusi. Infusi. Trufusi. Erstmal elegante Wohltäterin. Lege zwei Karten auf einmal. Und wer ist die Nummer 2? Dem kann ich aber mich nachher Polymerisation. Nicht einfach den beiden ab. Das Reptil. Was? Ja, der Monster hat 5 Weiterkämpfe von dem 500 Def. Reptil. Ist ein Scheißegal. Ich nehme den weg. Was braucht denn eigentlich der noch? Flammenmanipulator. Asaki, der gegen Schwertkämpfer habe ich schon. Ja. Juhu! Geierkraft! Ja, so. Fangen wir groß an, ne? Wie 2-2 ATK. Attacke! Oh Mann, kommt sie mit den kleinen Viechern auch noch. Sag doch nicht sowas. Ja, ja, ja. Kommt deine kleine drei Viecher gleich. Torphase. Genau, erstmal hin. Koichikoki. Koichikoki. Jetzt deine Viecher, oder? Ja. Na. Die hab hier. Weiter angreifen. Attacke! Angriff! Das kannst du nur einmal einsetzen, okay. So oft wie man will. Wall, Defense Wall. Na? Jetzt siehst du anders aus, hä? Hab ich vorher bloß blöde gezogen. Komm! Ja! Polymerisation! Ja! Ja! Fusion! Fusion! Ja! Flamme! Flamme mal ab. Kein Effekt. So, total unnötig. Wenn du kommst jetzt mit Spiegelkraft oder sowas. Ich könnte dich so. Reicht das? 1,8, 4000, 6000 wird so auch reichen. Ich setze kein Monster, falls was jetzt kommt. Sieht nämlich halt aus. Ey! Hey, my Valentine, was los? Du schwächelst. Oh. Der Valentine! Ja! Wie konnte ich jemals gegen solchen Amateur verlieren? Mai, ich habe dir versucht zu sagen, dass es mir gibt, ein Duell als Duellmonster, als den anderen Tipp von hintern zu treten. Wenn du jemals ein echter Champion sein willst, musst du lernen, über jemand anders als nur dich selbst zu sorgen. Oh yeah. Wow, Harpien. Kartenpreis. Ja. Angriff aus der Tiefe. Okay, kommen noch so viele. Geil. Arena der verlorenen Seelen. Oh, geil. Champ der Verschwörung. Oh, so geil. Alles nacheinander, so viele Duelle. Geil. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Dann machen wir Angriffs aus der Tiefe noch. Die Wahrheit über die Kraft des Millionspasses startet Yugi zu dämmern, während seine Duelle durchdringt des Passes Yugi mit der Kraft zur Seele seinen antiken Geist. Obwohl dies ein wichtiges Thema war, darüber nachzudenken, gab es ein kleines, aber nicht wenigstens wichtiges, womit er zuerst umgehen musste. Die ganzen Duelle machen mich hungrig. Hat einer von euch daran gedacht, das mit Essen mitzubringen? Sorry, Joey. Was denken wir bloß, hier nicht mit Essen herzukommen? Wie sollen wir jemals durch den Rest der Wettbewerbs kommen, ohne etwas zu essen? Das ist eine gute Frage, Joey. Dieses Duell nehmen wir wirklich alles von dir. Und ich habe noch keinen Bürgerstände oder Restaurants gesehen, seitdem wir hier sind. Schnee, schnee. Wie rede ich das
kochen. Da lang. Sie folgten dem Duft zum Strand, wo sie im Lagerfeuer mit mehreren bratenden Fischen in deren Ferne entdeckten. Oh Mann, ich liebe gegrillten Fisch. Riecht gut. Und ich wette, es schmeckt sogar noch besser. Was macht dich, glaube ich, die Fische für dich zu essen sind? Hey, glaub mir, wir essen erst und stellen eine Frage. Euer Megan wird es mir danken. Joey rannte runter zum Lagerfeuer. Joey würde alles sagen, um seinen Bauch zu füllen. Einige Leute haben selbst absolut keine Selbstkontrolle. Magenknurren. Joey erhebt was für mich. Tristan rannte nach Joey. Es dauert nicht lang, bis Jugend und Tier sich anschloss. Joey packte einen der Fische aus dem Feuer. Oh Mann, das sieht super aus. Gerade als Team begann, in den Fisch zu beißen, tauchte ein junger Mann aus dem Meer mit seinem Speer in der Hand auf. Viel Spaß, ihr Fischdiebe, denn dies ist euer letztes Mahlzeit. Ich wusste, dass ihr eine schlechte Idee. Wie konnte ich ja meine Fische stehen, ihr Diebe? Hey, beruhige dich, Junge. Es sind ein paar Fische, die ich nur zu euch gehören. Und ein Fisch aus dem Anfang zu stehen, ist Beweis genug, dass ihr keine Ehre habt. Warte eine Sekunde, bist du ein Marco Tsunami, der Top-Ozean-Duelland? Und wer könntest du sein? Ich bin Yugi Mutig, entschuldige mich. Über deine Fische. Du bist Yugi Mutig, der einzige Land, der jemals Zetokai besiegte. Was für eine Überraschung. Ich muss mich entschuldigen, ich war unhöflich. Wenn ihr Freunde von Yugi Mutig seid, bitte kommt, setzt euch hin und esst euch voll. Das Team setzt sich aufs Feuer und teilt sich gemeinsam das Essen mit Marco. Nach dem Festmahl bedankt sich das Team bei Marco und fing an loszulaufen. Als Marco sein Speer auf den Boden vor ihnen warf, ich gab euch ein Festessen, vielleicht erst du mich mit einem Duell. Er ist verrückt. Nein, aber ich bin ein Profifischer und du hast meinen Köder geschluckt. Welchen Köder? Nun, den Fisch natürlich. Legt ihn aus und lockt euch drei direkt rein. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich Yugi Mutig fange. Ich ließ es eine kurze Zeit an einem anderen Duellanten reintummeln. Aber es war kein würdiger Gegner. Aber ein Duellant gegen dich, Yugi, wäre ein echter Test. Marco Tsunami. Marco Tsunami. Tsunami. Ich akzeptiere deine Herausforderung. Okay. Gegen ein Water Deck. Ein Water Deck. Schauen wir mal. Zack, pam, ich starte als Zweiter, weil ich will eine Karte ziehen. Marco Tsunami. Ist der wirklich Marco Tsunami? Das weiß ich schon gar nicht mehr. An den kann ich mir doch vage erinnern, aber der Name komplett... Wow. Wieder komplett anderes Deck. Auf einmal. Ein bisschen anders, also ja. Ja, die Karte hat das zwar vorhin nicht in der Hand. Aber ein bisschen anders. Karte ziehen. Boom. Was ist denn das? Einmal pro Spielzug kannst du diese Karte in den verdeckten Verteidigungsbund ändern. Wenn diese Karte in Flipbeschwörung beschworen wird, will ein Monster deines Gegners kodiert, gibt es gewählte Ziel auf die Hand zurück. Lol. Okay. Setzen. Ja. Es reicht nicht, außer er hat Ozean. Dann reicht es. Aber er greift mit dem Starken an. Das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Ich ziehe. Ödland. Activation. Zack. Kriegt er mehr? Ja, er kriegt mehr. Das ist schon mal wahrhaftig prächtig. Aber ich setze den. Einmal, wenn dein Kampf eines Monsters von Typ Fels, das du kontrollierst, geändert wird, kannst du eine Zauberfallenkarte spielen, deine Gegner kontrolliert zu stärken. Was? So gut sogar schon. Vom Typ Fels. Ich kann Effekt aktivieren, wenn ich das Angriff setze. Boah, das mache ich. Zack! Angriffsposition. Ja, aktivieren. Bitte, einmal zerstören. Pam! Nein! Du bist eine kleine Ratte. Egal. Und Effekt aktivieren. Es hätte Combo-Rombo-Combo gewesen, aber leider hat es nicht geklappt, wie ich so wollte. Scheiße, scheiße. Buddelphase. 400 Schaden, mein Freund. So wird das nix. Digga. Growface. Er hat nur so wenig Angriff. Das ist doch kacke, hä? Ah, nur 1,5. Kriegt ihr nicht weg. Den Fisch kriegt ihr nicht weg. Die Frage, was hat er als anderes? Ich mache jetzt einfach töten muss töten. Battlephase. Was hat er da drunter? Na, natürlich eine Qualle. Egal. Die paar Lebenspunkte nehme ich auf mich. Ich will einfach wissen, was drunter ist. Okay. Spielkarten. Umi. Oh, verdammt! Er ist stärker wie mein geflippter. Nein, brauche ich nicht. Tschüss!
stärker wie mein geflippter Flipper. 2000, verdammt. Ist hier schon Mond. Ein Monster von die Bunga Krieger kriegt Attacke. Drache. Umi macht. Ding macht keinen Drache. Attacke Fels, die Saurier. Zombie. Flipbeschwörung. Nur Monster oder Karte? Einmal schon kann eine Karte. Wenn diese Karte flippt, will ein Monster. Verdammt, ein Monster. Das ist doch kacke. Gehst du weg? Das ist egal. Weil ich muss jetzt ihn hier beschweren, sonst ist mein Dinger hier weg. Tschüss! Keine Attacke dazu. Wo? Du bist eine kleine Ratte. Eine kleine Ratte. Na dann. Sind alle kaputt. Shit happens, wa? Huh? Oh, riesige. Tante möchte sein. Kurübe behalte ich noch. Den brauche ich noch. Anfaser.